Spieltag 44 in der DEL2 und die Lausitzer Füchse hatten Heimspielrecht gegen den EV Landshut. Und ein ganz besonderer Spieltag, Nachwuchsspieltag, und Teddybär Torsaso. Die Lausitzer Füchse haben hier einmal mehr unter Beweis gestellt, dass die Nachwuchsarbeit in Weißwasser eine übergeordnete Rolle spielt. In den Drittelpausen waren es dann die U9 und die U11, die hier ihr Spielkönnen zum Besten geben konnten. Und nach dem ersten Tor, da sollten dann auch Teddybären und Plüschtiere fliegen. Aber zuerst mal in der dritten Spielminute Meienschein von unseren Gästen mit der ersten Strafe. Die Lausitzer Füchse konnten daraus kein Kapital schlagen. Und dann musste erneut derselbe Spieler in der sechsten Spielminute wieder raus. Und die Füchse mit drei riesigen Möglichkeiten, aber irgendwie bekamen sie die Scheibe bei Sebastian Vogel nicht ins Netz. In der zehnten Spielminute dann Mackie Talo nochmal mit einer riesigen Möglichkeit, aber auch er scheitert am gegnerischen Torhüter. Und nur eine Minute später dann zwei Strafminuten gegen Mühlbauer und Adam. Und damit mehr Luft hier auf dem Eis. 4-4 ging es weiter, aber beide Teams konnten daraus kein Kapital schlagen. In der 14. Spielminute nochmal eine schöne Möglichkeit für Dominik Bohac von den Hausherren. Brachte auch die Scheibe nicht unter. Und dann machte es Kabuti von unseren Gästen in der 19. Spielminute zum ersten Mal an diesem Abend perfekt und erzielte hier das 1-0. Für die Gäste. Im Mittelabschnitt dann die Lausitzer Füchse in der 25. Minute. Breitkreuz mit einer riesen Chance wird bedient hier von Lane Scheidel, kriegt die Scheibe allerdings nicht unter. In der 26. Minute dann eine 3-1 Situation durch die Landshuter, und da war es Toni Ritter, der hier irgendwie noch die Schlägerspitze dazwischen schieben konnte und verhindert hier den 2-0 Treffer. Nur eine Minute später dann die Lausitzer Füchse. Nachdem Zauner hier eine 2-Minuten-Strafe bekommen hat, machten sie das ganze Ding perfekt. Und ein Shorthander, Garland, bedient Lane Scheidel. Und der macht hier den 1:1 Ausgleichstreffer. Lausitzer Füchse jetzt also hier wirklich auf einem aufsteigenden Ast. In der 31. Minute war es dann Jan Nienhuis, der Förderlizenzspieler der Eisbären Berlin, der hier auf Vorlage von Clark Breitkreuz den 2:1 Führungstreffer erzielte. Das brachten die Füchse in die zweite Drittelpause und wollten ganz gern dieses Ergebnis über die letzten 20 Spielminuten retten, aber dafür haben sie einfach viel, viel zu defensiv gestanden. Auch wenn Mackie Talo nach 10 Sekunden hier die erste große Möglichkeit hatte. Er scheiterte aber ebenfalls wieder an Sebastian Vogel im gegnerischen Gehäuse. Und Daniel Bruch machte hier auf Vorlage von Maximilian Forster in der 47. Minute den 2:2 Ausgleichstreffer. Nur zwei Minuten später nochmal Außennetz bei Wille Kolpanen. Also da hatten die Lausitzer Füchse schon ein riesen Glück gehabt, dass sie hier nicht ins Hintertreffen geraten sind. Adam nochmal in der 55. mit einem Schlagschuss, aber auch er scheitert hier am gegnerischen Team. Eine Minute später nochmal angezeigte Strafe gegen unsere Gäste. Und die Lausitzer Füchse versuchten hier ein Spiel aufzubauen, aber irgendwie sollte das nicht so richtig klappen. Und dann klebte doch ein bisschen Pech an den Schlägern der Lausitzer Füchse. Zum Glück retteten sie hier dieses 2:2 über die reguläre Spielzeit. Damit einen Punkt. Und dann waren es 14 Sekunden. Und der EV Landshut nahm sich dort mit seinem letzten Neuzugang Doremus ein Herz. Der zog einfach mal unvermittelt ab. Kolpan kalt getroffen und damit Siegtreffer hier in der Verlängerung zum 3:2 für den EV Landshut.